Ja, und damit ein ganz großes Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zockerfreunde, zu einer weiteren Folge The Walking Dead, The Final Season. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Hier, für euch. Sein Hemd ist schmutzig geworden, als... Du weißt schon. Woher hast du die? Sind von Ten, als er herkam. Müsste ungefähr AJs Größe sein. Wie geht es ihm? Besser. Das Fieber ist gesunken. Danke, dass du ihn reingetragen hast. Kein Problem. Also, wir haben wieder ein Gewächshaus. Und Bomben. Mitchs Idee. Dachte ich mir. Violet sagt, wir fangen morgen an, alles vorzubereiten. Gut. Die anderen haben nichts dagegen, dass ihr bleibt. Vorerst jedenfalls. Während wir uns zum Kampf rüsten. Ja, ich bin froh. Ich wollte nur, dass sie uns vergeben. Ich hab gesagt, sie haben nichts dagegen, dass ihr bleibt, bis die Plünderer weg sind. Das heißt nicht, dass sie euch alle wieder mögen. Die anderen finden's okay, wenn wir bleiben. Was ist mit dir? Ist okay, solange er sich erholt. Und danach? Ich weiß es nicht, Clementine. Clem? Hey, Kleiner, wie geht's? Besser. Tut noch weh. Ich weiß. Hi, Louis. Hey, kleiner Mann. Hab dich vermisst. Sind wir wieder Freunde? Schlaf einfach, okay? Los. Es tut mir leid, dass du wegen uns leidest. Du warst es nicht allein. Marlon, er... Vergiss es. Ich sollte gehen. Ich bin nicht mehr wütend auf ihn. Und du? Er hat geholfen, mich zu tragen. Und er war in meinem Bett, als Ruby mir Zeug gegeben hat. Medizin. AJ, ich war nie wütend auf ihn. Ich verstehe, warum er es gemacht hat. Warum er uns weghaben wollte. Ich auch. Sehen wir uns mal die Hemden an, die Louis gebracht hat. Dann schlafen wir. War ein langer Tag. Ja. Du hast gestern nicht geschlafen. Oh, nee. Hey, guck. Disco Broccoli und sein Freund. Schade, dass du den Cartoon nicht gesehen hast. Ja, schade. Hey, das hier ist ziemlich cool. Sieht aus wie Marlins Jacke. Ja, würde dir aber gut stehen. Was ist hiermit? Sehen aus wie Tanzstiefel. Ja, ist, glaube ich, derselbe Typ. Cool. Das hier geht. Du kannst es anziehen, wenn du dich besser fühlst, okay? Ja. Zeit zum Schlafen. Ich kann bei dem Licht nicht schlafen. Ich puste es gleich aus. So, mal sehen, ob ich irgendwas ablegen kann. Genau, den Pilz. Wie lange der wohl hält? Ja, hatten wir noch irgendwas? Nee, die Dinger hatten wir betrachtet. Okay, dann würde ich sagen, Kerze auspusten. Gute Nacht. Träum schön. Hoffentlich nicht von Beißern. Und was, wenn doch? Peng.
AJ? Wo bist du? Okay, wir träumen, würde ich sagen. Du hattest einen Albtraum. Denselben, den du früher immer hattest. Über das, was auf der Ranch passiert ist. Mir geht's gut. Geht gleich wieder. Hey, was hast du denn da? Hast du auch schlecht geträumt? Die hast du in letzter Zeit oft. Ich fühle mich so sicherer, wenn ich nicht schlafe. Ich will immer wach bleiben. Das schaffe ich schon. 18 Tage lang, wenn ich alles gebe. Wir sind hier sicher, AJ. Fühlt sich nicht so an. Früher tat es das. Ah! Komm. Ich bring dich ins Bett. Nein. Du musst mich nicht immer kontrollieren. Du sagst, ich soll tapfer sein. Das bin ich. Du sagst, sei stark. Und das werde ich sein. Und mutig, die ganze Zeit. Niemand ist so tapfer wie du. Du bist der tapferste Junge auf der ganzen Welt. So tapfer wie du bin ich nicht. Tja, niemand ist so tapfer wie ich. Tut mir leid, dass du die ganze Arbeit machen musstest. Um für mich zu büßen. Ich werde dir mehr helfen, damit du nicht alles tun musst. Wohin gehst du? Auf Patrouille. Patrouille? Wegen der Gefahr. Böse Leute. Monster. Wovon deine Albträume halt handeln. Und wenn du stattdessen hier bleibst? Leg dich wieder hin. Ich bleib wach und pass auf, dass keine Albträume mehr kommen. Das kannst du nicht. Du kannst ja nicht zaubern. Woher weißt du das? Vielleicht habe ich's dir nur nie gesagt. Nee. Was ist denn? Kann ich vielleicht in deinem Bett schlafen? Wie früher, als ich klein war? Ja, komm hoch. Ich hab keine Angst, bin nur müde. Kann ich verstehen. Glaubst du, das brauchst du?
AJ? Was? Du bist immer noch klein. Ja, ich weiß. Bereit für die Arbeit, Kleiner? Von Albträumen werde ich immer noch müde. Ich auch. In deinem Bett habe ich besser geschlafen. Ich bin mit der Wache dran. Ich muss noch was anderes machen. Was denn? Nichts ist nicht wichtig. Verdammt doch mal, Louis. Nimm doch einmal etwas ernst. Ich nehme das schon seit Tagen ernst. Schon seit über 2 Wochen tue ich das. Wie alle anderen auch. Was willst du? Hey. Ich dachte, Lily und Abel wären längst hier. Ich frag mich, worauf sie warten. Keine Ahnung. Ich wollte nur Zeit zur Vorbereitung. Aber die Warterei ist ätzend. Alle sind so angespannt. Soll ich dir helfen? Ja. Könntest du mal nach allen sehen? Ob sie ihren Scheiß auch richtig machen? Klar, mache ich. Danke, Clem. Ich sollte jetzt mal den hinteren Gang vernageln, nachdem Louis es nicht macht. So. Hilf allen bei der Verteidigung, dann machen wir das. Ziemlich deutliche Botschaft. Auf so etwas würde ich nie schwören. Hoffentlich kriegen die Plünderer wenigstens... Hey, was machst du da? Testen, ob die Bombe hochgeht. Das kleine Ding bringt niemanden um. Ich will nur sehen, ob sie zündet. Das muss es. Unser ganzer Plan hängt von dem kleinen Ding ab. Wenn sie reinkommen, muss ich die Bombe zünden, während ich sie ablenke. Erwarte das Unerwartete. Ja, so in der Art. Das habe ich auf einem dieser blöden Motivationsposter gelesen. Die hing früher immer in der Schule. Als der ganze Wahnsinn losging, habe ich sie runtergerissen. Blöder Mist. Kannst du? Meine Hand ist nach dem anstrengenden Tag total im Eimer. Bleib zurück. Verdammte Scheiße. Wenn das nicht funktioniert. Verdammte Scheiße! Das klappt schon noch. Versuch's weiter. Ich hab ja nicht alle Zeit der Welt, Wissenschaftler zu spielen und den Scheiß auszutüfteln. Ich mach das. Ich brauch nur mehr Zeit. Alleine. Zum Nachdenken. Schon verstanden. Ich geh dann mal. Aber danke. Für deine Hilfe. Weißt du, dass Sophie und Minnie bei ihnen sind, wenn sie kommen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich halte Wache, Clem, wegen der Gefahr. Wie, Patrouille? Nein, Clem. Wache ist total anders als Patrouille. Warum? Man geht nicht. Oh, stimmt. Scheiße. Was ist los? In ein paar Wochen oder Tagen oder Stunden kommen die Plünderer. Fackeln alles ab, stehlen alles oder töten uns. Und dann ist es egal, wie schlecht ich war.
Die Plünderer brennen nichts nieder und entführen niemanden. Wir beenden es. Du klingst wie Marlin. Also, nicht beim Kämpfen, aber deine Aufmunterungsversuche. Du weißt schon. Ich habe jahrelang nur dumme Witze gemacht und dumme Spiele gespielt und habe meinen besten Freund mit der Verantwortung allein gelassen. Den schweren Entscheidungen, den schlaflosen Nächten und am Ende einer Kugel in den Kopf. Und dann, als du uns sagen wolltest, wie er wirklich ist und AJ ihn erschossen hat, gab ich euch beiden die Schuld. Ich weiß, ich... Also ich wollte nicht... Ich kann's nicht ausdrücken. Ich vergebe dir. Ich verstehe, warum du es getan hast. Ich bin nicht wütend. Er war mein bester Freund, wie ein Bruder, aber... Was er getan hat, das war abgefuckt. Hier, nimm du. Wirklich? Der gehörte doch Marlin. Ja. Und er hat damit die Schule verteidigt, bis... Bis er aufgehört hat. Los, probier ihn aus. In die Richtung, bitte. Und nur zur Info, ich lach mich schief, wenn du nicht triffst. Verdammt! Ich darf dich nicht wütend machen, wenn ich mit einem großen roten Kreis auf der Brust vor dir stehe. Wenn du noch mehr üben willst, sag mir Bescheid. Okay? Klingt gut. Und Clem, danke. Für alles. Hinterer Korridor ist sicher. Wie sieht's aus? Okay, oder also... Einfach total scheiße? Sie sind bereit. Wirklich? Wirklich. Die Abwehr der Schule steht. Alle wollen den Kampf hinter sich bringen. Du bist ein Langweiler und deine Idee ist blöd. Ach, ich bin blöd. Du kannst doch nicht logisch denken, wenn du dich hören könntest. Mann, was zur Hölle? Violet meinte, wir sollen zusammen die Fallen vorbereiten. Aber Asim hört nicht auf mich. Das heißt nicht, dass ihr euch anschreien müsst. Halt dich da raus. Ich hab eine Idee. Wir füllen Kleidersäcke mit Ziegeln. Wenn die Plünderer zum Gebäude kommen, lassen wir sie fallen. Willy hier will einen Plünderer mit einem riesigen Baumstamm umhauen. Wenn überhaupt. Total idiotisch. Du bist ein Idiot. Du bist kindisch. Bin ich nicht. Ich will helfen. Dann hilf und hör auf zu streiten. Asim hat recht. Wir sollten die Ziegelfalle nehmen. Die klingt praktischer. Meine ist auch praktisch. Ist sie nicht. So eine Idee kann nur von einem Kind kommen. Ein Kind, das keine Ahnung hat, was ihm bevorsteht. Was zur Hölle? Hey, alles klar? Ja, prima. Mist. Mann, wir bringen uns noch gegenseitig um, bevor die verdammten Plünderer kommen. Wir brauchen ein Ventil, um Druck abzulassen. Hey, Mann, wie läuft's? Verpiss dich! In der Ecke sitzen und schmollen hilft uns auch nicht weiter. Komm, lach mal wieder. Du wirst jeden Tag ätzender. Egal. Ich habe einen Plan entwickelt, die Stimmung zu verbessern. Und der Plan ist ein Spiel. Komm, wir müssen spielen. Okay, ich komme. Wir haben seit Wochen nichts gespielt. Seit dem Abend mit Marlin. Also, wenn du Ruby fragen willst, ob sie mitspielt, ich warte gern. Halt's Maul, Alter! Ich schwör's dir. Du bist in Ruby verknallt? Was spielen wir? Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit oder Pflicht spielt man doch nicht mit Karten. In dieser Version schon. Alle ziehen. Die höchste Karte darf fragen, die niedrigste muss antworten. Das wird witzig. Mal sehen. Wahrheit. Heiraten, ficken, umbringen. Wahrheit.
Also schön. Heiraten, flippen, umbringen. Ruby, Asim oder James, der Typ, der dich gerettet hat. Oh Gott. Ach, du musst antworten. So sind die Regeln. Mal sehen. Heiraten würde ich... Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so wirklich die Ahnung, wer jetzt wer war. Na egal, ich nehme einfach James. Er klingt mysteriös. Lustig. Du sprichst grauenhaft ganz anders aus als ich. Hast du nicht gesagt, er hatte Haut an? Menschenhaut? Ach der. Jedem Tierchen sein Pläsierchen klemmen. Ich flippe... Flippen, 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 flippen. Flippen, flippen. Ruby. Ruby. Tut mir leid. Ich habe mir nur gerade ihren wütenden Blick vorgestellt, wenn Clem ihren Vorschlag macht. Was? Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Spinnst du? Sie hat gezogen. Ruby darf flippen. Umbringen tust du also. Das ist der Wahnsinn. Asim! Oh, Gott sei Dank. Was? Du würdest lieber sterben, als Clem zu flippen oder zu heiraten? Ich, nein. So habe ich das nicht gemeint. Das ist doch super. Wir lachen, wir verstehen uns und wir denken mal nicht an mordlustige Arschlöcher, die uns verschleppen wollen. Nicht, wenn du es nicht erwähnst. Auf zur zweiten Runde. Ich habe gewonnen. Und der arme Asim hat verloren. Definitiv. Pflicht. Okay. Gebt euer Schlimmstes. Küss einen Beißer. Was? Vergiss es. Du musst nach den Regeln spielen, Mann. Das, also, da kann ich sterben. Auf die Backe. Vermeide die Zähne. Wie eklig. Oh Gott. Ich krieg keine Luft. Ich hasse alle. Das war unglaublich. Tja, ich glaube, wir haben heute alle etwas über unseren guten Freund Asim gelernt. Hauptsächlich, dass er keinerlei romantischen Charme hat. Klappe! Aufgepasst, Leute! Runde 3 geht los. Ich hab's. Wir haben den armen Asim wegen der süßen Ruby übel geärgert. Also müssen wir auch jemand anderen wegen seiner unerwiderten Liebe ärgern. Also, Clem, gibt's hier jemanden, den du magst? Ernsthaft? Magst? Bist du 6 oder was? 7. Danke. Ja, ich habe definitiv Gefühle für jemanden. Oh, wer ist es? Nein, ich sag nix. Asim, du hast die höchste Karte. Und verloren hat Tennessee. Was hast du noch nie irgendjemandem erzählt, weil du Angst hattest, dass du ausgelacht wirst? Ganz genau. Ich glaube, dass es die Beißer nicht ewig gibt. Irgendwann verschwinden sie. Weil die Welt ein Kreislauf ist, oder? Eiszeit, Steinzeit, irgendwelche anderen Zeiten. So ist das eben. Diese Zeit endet und eine andere beginnt. Eine Zeit ohne Beißer, wie es früher war. Das hoffe ich. Warum sehen mich alle so an? Habe ich das Spiel versaut? Das ist echt schön. So habe ich das noch nie gesehen. Was ist los, AJ? Ich weiß nur nicht, wie es ist. Ihr alle schon, nur ich nicht. Ich erinnere mich nicht an eine Zeit ohne Monster. Weißt du was, kleiner Mann? Das ist total okay. Glaub mir, die Welt vor dieser war ziemlich beschissen. Und das ist die richtige Stelle, um Schluss zu machen. Wir müssen sowieso die Arbeit fertig kriegen. Es wird dunkel. Hältst du Wache? Ja, Clementine ist nach mir dran. Kann ich mitkommen? Aber sicher doch, Kleiner.
Hey. Hey. Willst du mir bei der Ziegelfalle helfen? Ja, ich habe ein paar Ideen. Cool. Wir helfen sicher. Sorry wegen vorhin. Schon okay. War ein guter Treffer. Ich bin unterwegs zum Glockenturm. Ich will vor dem Schlafengehen noch die hintere Wand überprüfen. Brauchst du Hilfe? Klar, wenn du Lust hast. Du kannst mir auch stattdessen helfen. Ich habe Klavierdienst. Was denn? Ich muss noch ein wenig üben, bevor jemand es noch zu Brennholz machen will. Ich will ein Projekt versuchen, das nur zu zweit geht. Ja, Leute, und das soll's gewesen sein mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns dann mit der nächsten Folge wieder. Also, Leute, bis dahin und ciao, ciao.